Ihr Lieben, ein und dieselbe Situation kann manchmal aus sehr unterschiedlichen Perspektiven und Blickwinkeln wahrgenommen werden. Ein Beispiel. Ein Mann auf einer kleinen Insel sieht auf dem Meer ein kleines Boot auf ihn zukommen und schreit voller Begeisterung und Erleichterung: Endlich ein Boot! Dieselbe Situation aus der anderen Perspektive. Der Mann im kleinen Boot sieht die kleine Insel und ruft begeistert und erleichtert: Endlich eine Insel! Tja, ganz unterschiedliche Perspektiven für dieselbe Situation. Ein anderes bekanntes Beispiel ist so ein Glas mit Wasser. Der Optimist sagt bei diesem Glas: Es ist halb voll. Der Pessimist dagegen: Na, es ist halb leer. Es gibt ja aber noch viel mehr Perspektiven auf dieses Wasserglas. Ein Ingenieur würde vielleicht sagen, das Glas ist doppelt so groß, wie es sein müsste. Ein Idealist würde vielleicht sagen, es gibt noch bestimmt mehr für alle, genug für alle. Ein Egoist würde sagen, Hauptsache, ich habe genug zu trinken. Ein Kapitalist vielleicht, das Glas ist mir egal, wo ist die Flasche? Wir alle sehen unsere Welt aus einer ganz bestimmten Perspektive. Jede und jeder von uns nimmt die Welt aus seiner persönlichen Perspektive, aus seinem persönlichen Blick wahr. Das trifft auch auf unsere Sicht von Glaube und Kirche zu. In unserem Veränderungsprozess in der Kirche lernen wir hoffentlich, Dinge aus einer anderen Perspektive, für uns neuen Perspektive zu sehen. Wir sind gerade dabei, unsere Kirche und unseren Glauben aus neuen Blickwinkeln zu betrachten. Das kann erschreckend sein, mühsam sein, anstrengend. Es kann aber auch befreiend und hilfreich sein. Schon in der Bibel werden gewohnte Sichtweisen immer wieder in Frage gestellt. Wir werden immer wieder zu neuen Blickwinkeln auf unseren Glauben und auf Gott und auf unser Miteinander herausgefordert. Ein schönes Beispiel gibt uns Jesus selbst in Matthäus 18. Seine Jünger haben sich überlegt, wer im himmlischen Reich wohl der Größte und Wichtigste sein wird. Sie träumen davon, dass sie selbst es sind, dass sie der Wichtigste sind. Und Jesus hat ihnen dann ein kleines Kind vor Augen gestellt. Nach den damaligen religiösen Vorstellungen war so ein Kind klein und unwichtig. Aber gerade solch ein Kind sollte in Jesu Augen ein Vorbild sein. Wir sehen, Jesus nimmt hier einen Perspektivwechsel vor. Er eröffnet seinen Jüngern einen ganz neuen Blick auf Gott, auf den Glauben, auf das Reich Gottes und auch auf ihren Umgang miteinander. Ein anderes Beispiel für einen radikalen Perspektivwechsel finden wir bei Paulus. Er spricht im ersten Korintherbrief davon, dass das Kreuz für die Menschen eine Dummheit ist. Aber für uns Christen ist es eine Kraft Gottes. Die meisten Menschen damals sahen im Tod Jesu am Kreuz ein tragischen Unfall, wenn sie wohlwollend waren oder wenn sie Feinde waren oder gegen ihn waren, als Dummheit. Durch den auferstandenen Jesus Christus hat Paulus einen ganz anderen Blick auf dieses Todeswerkzeug des Kreuzes. Für ihn ist es nicht ein Zeichen für Tod, sondern für eine Kraft Gottes, weil es aus seiner Perspektive, aus seinem Blickwinkel Versöhnung bewirkt. Ein radikaler Perspektivwechsel bei Paulus. Es ist geradezu ein Kennzeichen des christlichen Glaubens, dass wir unsere Welt aus einem anderen, einem
neuen Blickwinkel wahrnehmen. Insofern ist unser Glaube von Anfang an Perspektivwechsel. Aber auch wenn wir diesen grundsätzlichen Perspektivwechsel erlebt haben, müssen wir unsere Glaubensvorstellungen auch immer wieder neu hinterfragen. Wir sind Menschen. Wir nehmen Gott und unseren Glauben immer aus unserer persönlichen Perspektive wahr. Wir können keine absolute, keine göttliche Perspektive einnehmen, sondern immer nur unsere begrenzte menschliche Perspektive, auch in Glaubensdingen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, kann von sich selbst sagen, ich bin die Wahrheit. Ja, das stimmt. Aber wir Menschen können diese Wahrheit immer nur aus unserer Perspektive wahrnehmen. Keiner von uns ist Jesus Christus und kann sagen, ich bin die Wahrheit, ich habe die Wahrheit in der Hand, ich weiß die Wahrheit. Wir können Jesus Christus immer nur aus unserer Perspektive wahrnehmen. Wir können die Wahrheit immer nur aus unserer Perspektive erkennen. Und die ist menschlich, die ist begrenzt. Eine schöne Verdeutlichung für diesen Blick auf die Wahrheit, der unterschiedlich aussehen kann, ist dieses Zeichen. Es kann Unterschiedliches bedeuten, je nachdem, aus welcher Perspektive wir es betrachten. So kann es eine 6 bedeuten. Aus anderer Perspektive, wenn wir das Ganze rumdrehen, ist es eine 9. Und beides ist ja richtig. Aber beide Perspektiven sind begrenzt. Ein Teil der Wahrheit. Gott ist viel größer, unendlich vielfältiger als dieses Zeichen für 6 oder 9. Er kann aus vielen unterschiedlichen Perspektiven wahrgenommen werden. Und in all diesen Perspektiven kann etwas von der Wahrheit Gottes aufleuchten. Darum ist es gut und wichtig, dass wir auch im Glauben immer wieder neue Perspektiven und Blickwinkel einnehmen. Dass wir zum Beispiel immer wieder neu lernen, Gott mit den Augen eines Kindes zu sehen. Diese neue Perspektive wird uns auch neue Wahrheiten aufgehen lassen. Das heißt nur nicht, dass in Glaubensdingen alles völlig willkürlich und beliebig ist und jeder sich seine Wahrheit nach Gutdünken zusammenschustern kann. Nein. Um im Beispiel der 6 und 9 zu bleiben, dieses Zeichen kann ja je nach Perspektive eine 6 bedeuten oder eine 9, aber es kann zum Beispiel nicht für eine 8 oder für eine 7 stehen. So ähnlich ist es auch im Glauben. Wir haben eine Grundlage, wir haben die biblischen Schriften, unsere Glaubenserfahrungen, die Erfahrungen von anderen Christen und auch unsere Vernunft, mit der wir das zusammenbringen. Es kann sein, dass wir je nach Perspektive zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, zu unterschiedlichen Erkenntnissen. Aber wenn wir uns auf dieselbe Grundlage beziehen, auf Jesus Christus, dann können die Ergebnisse, die Erkenntnisse nicht völlig willkürlich sein. Aber dieser Perspektivwechsel auf die Wahrheit sollte uns immer wieder bewusst machen, dass es in Glaubensdingen nicht nur die eigene Perspektive gibt. Es kann uns demütiger machen, bescheidener. Und das kann auch unser Miteinander verständnisvoller machen. Und es kann unseren Glauben sogar bereichern, wenn wir unterschiedliche Perspektivtiefen zulassen und sie auch selbst einnehmen können. Aber auch für unsere praktische Gestaltung des Glaubens kann ein Perspektivwechsel hilfreich sein. Wie leben wir unseren Glauben? Welche Angewohnheiten und Traditionen haben wir entwickelt?
Und wie werden wir von anderen, von außerhalb, mit einer anderen Perspektive wahrgenommen? Es kann sehr erhellend sein, mal uns selbst zu betrachten aus einem anderen Blickwinkel, mit einem anderen Blick, mit anderen Erfahrungen im Hintergrund. Es gibt eine wunderbare Erzählung, welche uns solch einen Perspektivwechsel sehr schön verdeutlichen kann. Es ist die Geschichte des kleinen Prinzen. Der kleine Prinz verlässt seinen eigenen kleinen Planeten und besucht verschiedene andere Planeten. Dort begegnet er unterschiedlichen Menschen und die alle sind in ihrer eigenen kleinen Welt, in ihrer eigenen kleinen Perspektive sehr gefangen. Sie haben einen sehr eingeschränkten Blick auf ihr Leben, auf ihre Welt. Und der kleine Prinz erkennt aus seiner Außenperspektive, wie absurd sie sich eigentlich verhalten. Er kommt zunächst zu einem Planeten, auf dem ein König wohnt. Nur ein König, sonst niemand. Dieser begrüßt den Besucher sofort mit den Worten: "Ah, da ist ein Untertan." Er nimmt den kleinen Prinzen nicht als Person wahr, sondern er kann in ihm nur einen Untergebenen sehen. Auf dem zweiten Planeten begegnet dem Prinzen ein eitler Mensch. Dieser meint: Ah, es kommt Besuch von einem Bewunderer. Auch hier prägt die enge eigene Perspektive die Wahrnehmung des anderen, ja, die Wahrnehmung der ganzen Welt. Dann kommt der Prinz zu einem Säufer, der sich ständig betrinkt, weil er sich schämt, dass er ein Säufer ist. Dieser ist so sehr mit seiner Traurigkeit beschäftigt, dass es zu keinem echten Kontakt zwischen dem Prinzen und dem Säufer kommt. Als nächstes kommt der kleine Prinz zu einem Geschäftsmann. Dieser ist völlig besessen von seiner Gier nach Reichtum, so dass er gar nicht dazu kommt, selbst zu leben. Danach folgt dann ein Laternenanzünder, der ständig nur an seine Pflicht denkt, die Laterne anzuzünden und wieder auszulöschen, anzuzünden und zu löschen. Immer das, was die Pflicht sagt. Und schließlich noch ein Geograf, der die Welt um sich herum gar nicht wahrnimmt, weil er nur am Schreibtisch sitzt und darauf wartet, dass andere ihm erzählen, wie denn die Welt aussieht, damit er es aufschreiben kann. Diese ganze Erzählung deckt sehr schön auf, wie begrenzt die Eigenperspektive von uns Menschen oft sein kann. Wir sind manchmal so in unsere eigene Sicht und Gewohnheit verbohrt, dass wir das für die einzig mögliche Perspektive, den einzig möglichen Blick auf unsere Welt halten. Aber der kleine Prinz macht uns vor, dass es außerhalb von unserer Welt eine Vielzahl von anderen Welten zu entdecken gibt. Es gibt nicht nur unsere persönliche Perspektive, es gibt einen viel größeren Reichtum. Was würde wohl der kleine Prinz sagen, wenn er bei uns zu Besuch wäre? Was würde er sehen von unserem Glauben, von unseren Gottesdiensten, wie wir Glauben praktisch gestalten, wie wir Gemeinschaft leben und gestalten? Wie nehmen wir uns selbst wahr und wie würde der kleine Prinz andere von außen uns wahrnehmen? Was würde der kleine Prinz über uns denken, wenn er jetzt konkret einen Gottesdienst von uns besuchen würde? Und was würden wir aus unserer Perspektive über den kleinen Prinzen denken? Vielleicht, hoffentlich kommt der neue Besucher regelmäßig, damit unsere Gemeinde nicht schrumpft. Hoffentlich legt er auch was in die Kollekte ein. Das tut unseren Finanzen gut. Oder vielleicht: Wehe, der neue Besucher setzt sich auf meinen Stammplatz. Oder vielleicht auch: Ach, der wird sowieso nicht wiederkommen. Das haben wir schon so oft erlebt, dass Glaube den Menschen heute nicht mehr wichtig ist.
Oder mancher denkt sich vielleicht, ich spreche ihn lieber nicht an, den neuen Besucher. Ich könnte ihn ja vielleicht vergraulen. Es wäre schön, es wäre wichtig, wenn wir eine andere Perspektive einnehmen könnten. Schön, jemand Fremdes zu sehen. Ich begrüße ihn gleich mal mit einem freundlichen Lächeln. Oder, der sieht interessant aus, mit dem muss ich mich nachher mal unterhalten. Oder, wie er sich wohl fühlt unter all den vielen fremden Menschen hier. Oder, schön, dass wir nachher Kirchenkaffee haben. Bei einer Tasse Kaffee kann ich gut mit ihm ins Gespräch kommen. Perspektivwechsel. Das ist wichtig. Das brauchen wir im Glauben, in der Kirche. Nicht, weil wir plötzlich alles in Frage stellen wollen. Nicht, weil unser Glaube bisher schlecht oder falsch war. Oder weil wir Kirche falsch gelebt haben. Nein. Gerade weil wir Glaube und Kirche neu entdecken wollen. Weil wir unterschiedliche Perspektiven haben wollen und merken, die schaden uns nicht, sondern sie bereichern uns. Und weil jeder Mensch in seiner Perspektive, mit seiner Perspektive wichtig ist und keiner von uns die absolute Wahrheit besitzen kann. Perspektivwechsel, weil wir Gott und einander besser begegnen können, wenn wir bereit sind, auch andere Perspektiven einzunehmen. Amen.